So, warte mal, jetzt wollte mich der Neumann, der RaceX anrufen, oder? An. Hallo? Hallo? Ja, jetzt bin ich da. Ah, moin. Hatte eine Nachricht auf dem Handy. Hast du schon mal in Federstedt Riesengespann hier gesehen? Nee. Oh, was? Willst du sehen kommen? Ja, ich bin gerade am Säen. Tut mir leid. Keine Zeit. Okay. Nee, das war jetzt alles. Ja. Na lol. Das hättest du dir angucken müssen, doch. Wir sind gerade hier, Ja, hoffentlich habt ihr Vor- und Nachsicherung betrieben. Ja, ja. Ja, ja. So wie ich dich kenne, hast du das nicht gemacht. Doch, der Hans fährt vor. Ja, und danach? Wenn da einer mit 100 angeschossen kommt. Wir haben keinen. Ja, dann musst du demnächst mal einen organisieren. Geht doch nicht, dass du hier ohne Absicherung fährst. Vor allem. Ist der Stromberg oder noch da? Der muss irgendwo sein. Keine Ahnung, ob der einen Termin hat. Warte mal. Du. Ich bräuchte nochmal irgendwie ein Feld oder so. Oder eine Parzelle. Moment, kurz. Ja. Können Sie mir da mal irgendwas Günstiges empfehlen? Was Günstiges? Bei dir an der Ecke wahrscheinlich, ne? Ah, zu weit weg soll es nicht sein, ja. Noch dran? Mhm. Ja. 106. Der günstigste bei dir. Und was kostet es? EK kostet da fast 300.000. Ich habe günstige gesagt, Kollege. Günstiger gibt's bei dir in der Ecke nichts. Wie schaut's denn? Hab da so eine Parzelle auf dem Schirm, die heißt W11. W11. Ja. 11? W11. Weit weg, sagt er da ganz oben. Das ist 85.440. Und sonst, was gibt's so ganz. Was ist das alles Günstigste, was du mir anbieten kannst? Egal wo es liegt. Egal wo. Fällt auch für dich ein bisschen was dran weg, an Arbeit. Feld 12, ganz oben beim Schafbauer. Kostet? 81.400. Na, das macht den Kohle aber nicht fett, dann fahre ich lieber zu W11. Ja, ja. 85, sagst du. 85,4. Okay. Das ist so das günstigste. Ist jetzt? Fahren wir los? Okay. Quatschst du hier noch nebenbei, oder was? Ja, der Hans steht neben mir. Ach so. War das, Volker? Jo, das war's. Gut, danke erstmal. Jo, kein Thema. Wenn was ist, meldest du dich. Jo, wird wohl noch ein bisschen dauern. Jo, kein Nach Ding. Der Ernte, hoffe ich. Jo. Tschö. Alter, ist das so teuer. Soll ich mir denn das leisten? So. Ja, weißt du, hier 85.000, dann muss ich... Ja, wobei, das könnte sich lohnen. Einen Kredit aufnehmen. Ich hab einen Plan. Ich muss mal gucken, ob ich mir das leisten kann.
Müssen wir nachher mal noch kurz durchrechnen. Aber ich habe da einen Plan. Ich hoffe nur, dass ich das Feld heute noch fertig kriege. Kein Bock, da morgen noch dran rumzusehen. Weil dann könnte ich mir wirklich die 85 auch leisten, wenn ich einen Kredit kriege. Ist nur die Frage, ob das dann auch noch für das Equipment und so reicht. Das muss ich mal nebenbei die Finanzen checken. Weil da bin ich mir nicht ganz sicher. Würde allerdings hoffen, dass es reicht. So, das dauert ein bisschen länger. Ich hoffe mal, es geht gleich wieder. Ja, nicht vergessen, Real Farming kommt jeden Tag, Montag bis Freitag, bis Sonntag, auf dem YouTube-Kanal. Gerne abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und ja, gerne auch mal auf Twitch.tv/VarunaLP vorbeischauen. Da kommen auch regelmäßig Livestreams von der Grünfelder Land und zurzeit sogar täglich circa 2 Stunden. Oder so lange es mir möglich ist, 2 Stunden Dart-Training live im Livestream. Ich vermute fast, das wird nichts. Mal telefonieren. Hi. Ja? Hallo, Herr Schneider? Ja? Ja, wie schaut's denn aus? Alles gut bei Ihnen? Ja. Na, das freut mich ja. Gut, ich wollte nur mal nach Ihrem gesundheitlichen Befinden fragen. Ja. Hatte mir Sorgen gemacht. Ja, passt schon. Okay, gut, dann gute Geschäfte, gell? Ja, danke, tschö. Tschö. Ich werde mal gleich ins Büro fahren, wenn ich hier fertig bin und dann durchrechnen. Ich hoffe, dass das Geld dann reicht. Feldarbeit. Die dauert halt ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist gut, dass wir das selber machen können und nicht durchs LU das angesät werden muss. Da sparen wir uns nämlich einiges an Geld. Die haben nämlich, glaube ich, die Preise erhöht. Hatten ordentliche Preise letztes Mal, als ich da wegen Kalken angefragt habe. Alter, da ist mir fast schlecht geworden. Der wollte für dieses Feld hier 10.000 Euro zum Kalken. Mir tatsächlich ein bisschen übel geworden. Aber naja, die müssen halt auch ihr Geld verdienen. Aber trotzdem, ich werde da so gut es geht nichts mehr machen lassen. So wenig wie möglich. Oder ich frage mal den Hans-Peter dann.
der mir vielleicht auch irgendwas LU-technisch anbieten kann. Vielleicht ist der ein bisschen günstiger. Der macht das ja nicht hauptberuflich. Moment. Absenken sollte man das ganze Teil auch noch. Weil ich schon gern irgendjemanden hätte, der mir hier ein bisschen bei der Feldarbeit auch hilft. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendjemanden an Land kriege. Vielleicht hat dieser... Warte mal, ist da nicht dieser... Warte mal, wie hieß denn der? Was haben Sie? Ein Ausreder. Ja, hallo? Jürgen? Ja? Du, wie hieß denn dein Praktikant? Sepp Hindenberg. Ja, ist der noch Praktikant bei dir? Der ist angestellt bei mir. Ah, der ist ein Angestellter, du hast vorhin gesagt. Der war eben noch Praktikant, der hat angefragt, ob er bei mir arbeiten kann. Ah, okay. Habe ich ja gesagt. Gut. Ach so, okay. Gut, dann hat sie es erledigt. Danke. Warum brauchst du Hilfe? Ja, ich habe mir so überlegt, vielleicht hat er ja Lust, bei mir mitzuarbeiten. Okay. Oh, ich mache hier gerade Bergungstrupp. Warum? Was ist passiert? Er hat mein Auto ins Feld gejuckelt. Ja, da hast du einen guten Angestellten. Ja, passt. Ja, hoch, Sie sollten die Klappe hinten zumachen, Herr. Okay, tschüss erstmal, ne? Jo, ciao. Hans, kommst du da raus? Ach, nicht aufs Feld da. Ja, toll. Der Mitarbeiter ist flogen gegangen. Als Praktikant hätte ich dem nichts zahlen müssen. Das wäre geschickt gewesen. Schade. Ja, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Praktikanten, den wir hier einstellen können. Warte mal, sehe ich überhaupt an? Puh, ein bisschen doof, finde ich. Ah ja, okay. Dreimal müssen wir vielleicht noch, dann sind wir fertig. Ist schon witzig hier, macht der Praktikant gleich das Autoschrott. Naja. Passiert. Dabei, ja. Und das Wichtigste ist, diese Woche haben wir uns ein bisschen Equipment besorgt. Das ist mir das Wichtigste, dass wir da nicht mehr so abhängig von anderen sind.
Ja, das ist die letzte Reihe. So, jetzt muss ich hier nochmal drüber düngen, dass das auch wirklich fertig ist. Wenn wir das Saatgut jetzt ein bisschen in die Erde einarbeiten, durch die Bereifung, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Finde ich zumindest. Ich war viel zu nah am Feldrand, glaube ich. Ich dünge immer die Wiese mit. Ein bisschen weiter ausholen. Ein bisschen weiter wegfahren, dann habe ich mehr davon. Nachbar seine Wiese muss ich ja nicht unbedingt düngen. Das ist ja so eine kleine Herausforderung. Alles hier im Cockpit zu managen, stelle ich mir ein bisschen... Ist gar nicht immer so einfach mit den ganzen Knöpfen und so. Gerade ausfahren.